Herzlich willkommen zu Festool TV. Mein Name ist Frank und in der heutigen Folge geht es um die Führungsschiene und zwar, wie ich diese wieder auf Vordermann bringe, wenn zum Beispiel der Spielerschutz hier nicht mehr ganz perfekt ist. Warum brauche ich diesen Spielerschutz? Vielleicht grundsätzlich ganz einfach, wenn ich hier wirklich ausrissarm, ausrissfrei, je nach Anwendung, schneiden möchte, dann sollte dieses kleine Kunststoffteil, das wir hier vorne sehen, das sollte hier dann perfekt eingestellt sein und natürlich auch nicht zu alt oder nicht zu lange auf der Führungsschiene montiert gewesen sein. Denn man muss beachten, das ist ein Verbrauchsmaterial und jedes Mal, wenn ich die Maschine, also meine Handkreissäge, starte, kann es sein oder wird es so sein, dass hier dieser Spielerschutz etwas abnimmt und mit der Zeit dann an Wirkung verliert. Und das kann ich natürlich am besten sehen, wenn ich dann hier an meinem Werkstück kleine Ausrisse habe. Und dann sollte man dringendst diesen Spielerschutz wechseln. Was ich auch schon öfters gesehen habe bei solchen doch etwas älteren Führungsschienen, der eine oder andere kennt sie vielleicht noch, wenn hier noch diese schwarzen Beläge drauf sind, dieser schwarze Spielerschutz, dann sollte man dringendst hier ebenfalls neuen Spielerschutz montieren. Wie funktioniert es? Relativ einfach. Wir gehen folgendermaßen vor. Ich entferne zuerst mal hier diesen alten Spielerschutz. Den ziehe ich einfach hier ab. In der Regel hält er dann doch wieder recht gut. Und dann habe ich hier, und ihr seht, so eine, so eine Kleberschicht. Und wenn es geht, kann ich die ebenfalls runterziehen. Ist nicht immer der Fall. Manchmal bleiben auch Kleberrückstände auf der Führungsschiene. Ja, man sieht es hier ganz leicht, hat es noch Kleberrückstände. Und diese sollte ich natürlich auch entfernen. Und vielleicht auch ein kleiner Tipp, nehmt euch bitte die Zeit, um die Führungsschiene einmal wieder auf Vordermann zu bringen. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil dann habt ihr hier wieder viel Freude mit dieser Führungsschiene. Ich nehme jetzt hier ein bisschen Aceton, bringe ich hier drauf, lasse es ein bisschen einwirken und somit kann ich diese Kleberreste lösen. Dann habe ich hier eine kleine Spachtel, gehe hier mal in den Bereich rein, dann kann ich hier diese Kleberreste anlösen oder entfernen. Geht recht gut. Und nun nehme ich ein bisschen von diesem Papiertuch und nehme den Überschuss hier weg. So, das Ganze ist soweit vorbereitet, keine Kleberrückstände mehr. Und jetzt gibt es hier im Zubehör so ein Spielerschutzspender, das sind hier 5 Meter aufgerollt und die kann ich jetzt hier sehr komfortabel abziehen, rausnehmen. Zu Beginn ist meistens hier so eine kleine Verklebungsstelle noch drauf, die müssen wir kurz runterpulen, dass sie weg ist. So. Und jetzt gehe ich folgendermaßen vor. Ich starte jetzt hier an dieser Kante hier, aber bewusst lasse ich den Spielerschutz ca. 2-3 mm zurückstehen. Das heißt, ich mache den niemals bündig, sondern immer so ein bisschen zurückstehen. Warum? Das Problem ist, wenn ich jetzt hier mit der Führungsschiene mal auf den Boden gehe und die Gummilippe, also die, sprich dieser Spielerschutz, steht ein bisschen vor oder ist gar bündig und ich bewege das Ganze dann praktisch so, dann löst sich das Ganze und sobald hier ein bisschen Staub unter diese Klebstofffläche kommt, dann hält der Spielerschutz meistens nicht mehr. Deswegen deutlich zurückstehen lassen, habt ihr viel mehr Freude mit der Führungsschiene. Ich setze jetzt hier drauf, ist ein doppelseitiges Klebeband hier und starte hier auf der Seite mal. Und ihr seht auch, hier haben wir eine Kante, ja, diese hier. Und an dieser Kante kann ich jetzt letztendlich den Spielerschutz schön
randrücken und ausrichten. So, das Ganze passe ich jetzt noch exakt an. Und gehe hier ebenfalls 4 bis 5 mm zurück, sodass ich hier einen deutlichen Rücksprung habe. Nun wird das Ganze richtig fest angedrückt. Und schon habe ich hier wieder eine schöne neue Führungsschiene. Jetzt ist natürlich so, dass oftmals hier im hinteren Bereich dieses Moosgummi ebenfalls defekt ist. Und auch hier gibt es eine Möglichkeit, mit diesem Moosgummi das Ganze hier wieder neu zu belegen. Sieht dann so aus. Wird dann ebenfalls wieder abgezogen, mit Reiniger gereinigt und dann hier ebenfalls dieses Moosgummi wieder aufgebracht an beiden Seiten, je nachdem, wo es eben dann defekt sein sollte. Auf der Rückseite oder auf der Vorderseite, so muss ich sagen, habt ihr ja gesehen, dass wir hier diese grünen Gleitbeläge haben. Und auch hier haben wir im Zubehör, im Verbrauchsmaterial diese Bänder, die dann hier aufgeklebt werden, sodass ich die Führungsschiene wunderbar führen kann. Wenn jetzt das Ganze hier getätigt wurde, dann ist natürlich die Frage, wie stelle ich jetzt meine Handkreissäge auf diese neue Führungsschiene in Anführungszeichen ein? Und jetzt sind die gleiche Situation, wenn man praktisch ein Set Führungsschiene Handkreissäge kauft, denn jetzt steht ja hier dieser Splitterschutz etwas vor. Und das Ziel soll es ja sein, und das ist ja der große Vorteil, dass nachher, wenn der Splitterschutz eingeschnitten ist, gleich Anlegekante Schnittkante ist. Sprich, wenn ich jetzt hier einen Anriss mache auf meine Werkstückplatte und ich fahre jetzt hier mit meinem Splitterschutz dran, dann muss exakt hier auch die Schnittkante sein. Und das muss ich aber vorher einstellen. Und es geht folgendermaßen. Ich kann jetzt die Führungsschiene entweder mit Zwingen hier festmachen oder ich habe hier dieses FS-Rapid-System. Das wird hier auf diese Nut eingesetzt. Einmal das kurze Stück und einmal das Revolverstück. Und dieses Revolverstück, das erlaubt mir nachher mit diesem Kolben das Werkstück dann festzuspannen, sodass die Führungsschiene fest verbunden ist mit dem Werkstück. Es wird ebenfalls in diese Nut hier eingeschoben. So. Und jetzt wird das Ganze dem Werkstück entsprechend ausgerichtet. Umgedreht. Geben wir noch ein bisschen nach hinten. So. Und jetzt habe ich hier einen sehr guten Halt für die Führungsschiene. Ich kann das Ganze dann auch sehr schnell wegmachen und auf die Seite klappen und dementsprechend transportieren. Schauen wir uns jetzt aber im Detail an, wie ich diesen Splitterschutz hier einschneide. Dazu gehe ich ein bisschen nach vorne, also ich gehe nicht ins Material. Ich lasse den Splitterschutz etwas über meine Werkstückplatte drüber stehen, arretiere das Ganze. Und jetzt kann ich hier mit der Führungsschiene und der Handkreissäge das Ganze hier einschneiden. Bevor ich das mache, mache ich kurz mal die Akkupacks runter. Denn der eine oder andere weiß es ja, wir haben hier diese Einstellräder. Ja? Und mit diesen Einstellrädern kann ich das Führungsspiel auf meiner Führungs
Schiene einstellen. Wenn es dann so wackelt, wie jetzt hier, dann muss ich diese Exzenterräder hier etwas anziehen, sodass das Spiel rausgenommen ist. Einmal hinten und einmal im vorderen Bereich. Natürlich muss ich das Ganze noch bewegbar sein, führbar sein, nochmal überprüfen, aber jetzt habe ich hier sehr gute Ergebnisse. Das mache ich einmal, wenn ich hier diese Handkreissäge mit der Führungsschiene letztendlich ja, miteinander verheiraten, sage ich mal. Und dann muss ich das nicht mehr machen, weil hier verstellt sich dann direkt nichts mehr. Das Ganze wieder versehen mit dem Akkupack. Und dann gehen wir von der Tiefe her auf ca. 10 mm. Es reicht 12 mm. Ich muss ja hier nicht mit der vollen Sägeblatttiefe hier rein. Und auch die Drehzahl können wir deutlich reduzieren. Hier gehen wir auf die Stufe 3, denn ich muss auch nicht mit vollem Speed in diesen Splitterschutz hier reinfahren, um hier einen sauberen, exakten Schnitt herstellen zu können. Ich gehe jetzt bewusst nicht weiter nach hinten, weil hier hinten habe ich keine Führung. Das heißt, ich bleibe mit meinen zwei Backen, diesen Führungsbacken, auf der Führungsschiene und gehe jetzt nach unten ins Material. Im vorderen Bereich heere ich auch auf, sodass mein vorderer Führungsbacken ebenfalls noch auf der Führungsschiene ist, um hier Führung zu haben und nicht zu großes Führungsspiel, wenn ich zu weit rausfahre. Der eine oder andere wird jetzt fragen, ja Moment, hier in diesem Bereich, da ist ja die Führungsschiene gar nicht angeschnitten. Ja? Das ist auch bewusst so gemacht, weil in der Regel ich in diesem Bereich nicht arbeite, weil ich ja keine Führung habe. Wenn ich tatsächlich Werkstücke habe, die länger sind wie meine Führungsschiene, dann kann ich entweder mit Führungsschienenverbinder das Ganze verlängern oder ich besorge mir eine längere Führungsschiene. Aber großer Vorteil auf jeden Fall jetzt, dieser Splitterschutz ist eingesägt. Das heißt, Anlegekante ist Schnittkante und da können wir jetzt hier in Position fahren auf unseren Anriss, den wir vorher getätigt haben. Arretieren das Ganze, bringen die Handkreissäge auf die Führungsschiene, aktivieren hier die Absaugung und können hier loslegen. Toller, sauberer Schnitt, so soll es sein und letztendlich ist es das ganze Geheimnis. Ich kann jetzt hier mehrere Schnitte damit machen, irgendwann mal werde ich merken, dass hier die Ausrisse wieder stärker zunehmen und dann werde ich hier wieder den Splitterschutz wechseln mit Hilfe diesen kleinen Spenders. Alle diese Produkte, die ihr jetzt hier gesehen habt in dem Video, habe ich euch unten verlinkt. Schaut rein, guckt es euch an. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, euer Frank.